Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es mal wieder ein paar Doodle-Ideen für euer Bullet Journal von mir. Wie ihr wisst, gibt es ja jedes Mal eine Woche vor meinem neuen Bullet Journal Setup ein Doodle-Video von mir, das im gleichen Thema wie das Bullet Journal Setup ist. Weil mein nächstes Bullet Journal Setup ja das von Oktober sein wird und ich Halloween liebe, musste ich das einfach zum Thema von meinem Oktober Setup machen und passend dazu gibt es heute ein paar Halloween-Doodle-Ideen von mir. Und natürlich habe ich mich für meine Halloween-Doodle-Ideen wie immer von Pinterest inspirieren lassen und meine Doodles natürlich auch alle wieder mit einem meiner farbigen Druckbleistifte vorgezeichnet, bevor ich sie mit Fineliner nachgefahren habe. Der Link zu den Stiften ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, bin ich ein riesen Halloween-Fan und ich habe mich auch schon oft zu Halloween ziemlich aufwendig geschminkt, weil mir das mega viel Spaß macht. Mir macht es auch alleine schon Spaß, nur Videos von zum Beispiel Glam and Gore hier auf YouTube anzuschauen, wie sie sich schminkt. Und auch Thriller und Horrorfilme und Bücher finde ich mega interessant und spannend. Und die Halloween Horror Nights in den Universal Studios in LA waren auch definitiv ein Reisehighlight von mir. Es gibt ja entweder die Leute, die stehen total auf sowas und Leute, die finden das absolut schlimm und können sich sowas gar nicht anschauen. Ich weiß nicht warum, aber ich kann gar nicht genug von Horror kriegen. Wie geht's euch da? Seid ihr so horrorverrückt wie ich oder könnt ihr damit gar nichts anfangen? Wenn euch meine Halloween-Doodle-Ideen gefallen haben und vielleicht auch ein bisschen inspiriert haben, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.